Moin Freunde, ich melde mich wieder zurück mit dem Yu-Gi-Oh! Pack Opening. Ich habe wieder was aus Korea mitgebracht und zwar Duelist Road Yugi Muto. Davon gibt es zwei Varianten, einmal die hier Yugi Muto und einmal die hier Yami Yugi. Wir machen heute die Yugi Muto Variante auf und hoffen, dass wir Glück haben. 15 Booster sind drin, jeweils 7 Karten. Es ist eine Chance auf den Blue Eyes Ultimate Dragon in Extra Secret Rare. Den habe ich zwar schon, wäre natürlich aber geil, wenn wir nochmal ziehen. Ansonsten Dark Magician Girl kann drin sein, Red Eyes, Black Dragon, alles als Secret Parallel. Da freuen wir uns drauf und schauen mal, was abgeht. Wir gehen direkt rein. So, jetzt muss ich erstmal meine Maus an der Seite packen hier. Und los geht's. So sieht's aus: Duelist Road. Yugi Muto. Ich werde hoffentlich einen Teil der Karten kennen. Bei denen, die ich dann nicht namentlich nenne. Muss ein bisschen hochmachen. Bei denen, die ich nicht namentlich nenne, werde ich versuchen, den Namen der Karten einzublenden für euch. Das ist tatsächlich vom Zoll verpackt hier. Normalerweise ist hier nämlich so ein Klebeband drüber. Das ist tatsächlich eine Zollverpackung. Die haben also reingeguckt. Die Chance besteht leider immer, wenn man was direkt aus Korea bestellt, kann das gut sein. Ein Großteil meiner koreanischen Sachen werden tatsächlich vom Zoll begutachtet und da muss man auch Einfuhr bezahlen dafür. Also denkt nicht, wenn ihr die bei eBay für 20 Euro seht, dass ihr die auch für 20 bekommt. Ihr müsst 4-5 Wochen oft warten und müsst häufig dann die Einfuhrsteuer noch bezahlen, ja, und wenn er einen bestimmten Wert überschreitet, auch noch Zoll. Und ihr müsst das Paket abholen, es kommt nicht mehr direkt zur Haustür. So sehen die Booster aus. Ziemlich schick eigentlich. Ja. Yugi am Start hier. Das ist wie gesagt die Yugi Muto Variante. Es gibt noch eine Yami Yugi Variante. Die Karten darin unterscheiden sich. Beim Yami Yugi ist der Dark Magician drin, zum Beispiel, und bei Yugi Mutu ist zum Beispiel das Dark Magician Girl drin. Deswegen haben wir auch, nehmen wir uns auch die Variante, weil ich nämlich das Dark Magician Girl ganz lieb habe. Es gibt keine normalen Common-Karten in dem Set, das seht ihr gleich. Die normalen Common sind tatsächlich parallel rare. Also es gibt keine normalen Common-Varianten in dem Set. Ab geht's. Stimmt gar nicht, ist eine normale Common. Ist eine normale Common. Raketenwerferspinne. Bekannte Karte auch aus dem Anime von Bandit Keys. Stimmt einfach gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Ich dachte, es gibt keine Commons in dem Set. Ich dachte, es sind parallele Rare. Vergesst, was ich gesagt habe. Es gibt Commons in dem Set. Und das ist eine. Das ist Wasserchor. Salamandra. Das ist quasi die Verstärkungskarte für Joeys Flammenschwertkämpfer. Und hier haben wir die erste Millennium Rare. Vielleicht sieht man den Effekt ganz gut. Das ist eine Millennium Rare. Das ist eine Rarity, die es in der Form in Europa tatsächlich nicht gibt. Gibt es tatsächlich nicht in Europa, die Variante der Rarität. Ich habe den Namen tatsächlich nicht drauf. Ich blende den ein. Wunderschön hier mit dem Dark Magician Girl. Auch das ist eine Millennium Rare. Habe ich mich gerade in dem Set vertan? Ich glaube, ich habe mich gerade in dem Set vertan. Ist hier der Blue Eyes Ultimate Dragon drin? Ich weiß es gar nicht. Lass uns überraschen. Weiß den Namen auch nicht. Auf jeden Fall eine Secret Rare. So. Oha. Ach, wie heißt die? Nicht maskierte Bestie, sondern. Scheiße. Ich blend's ein. Ich blend's ein. Geile Karte auf jeden Fall. Wunderschön. Tolles Artwork. Das ist halt echt so, dass man die Karten an und für sich kennt, aber den Namen, den korrekten Namen dann einfach nicht rausbringt, weil es, wenn es ältere Karten sind, man die einfach koreanisch nicht drauf hat. Später liest man das und denkt, aha, stimmt. Amazonische Kettenmeisterin. Das müsste das sein. Kenne ich tatsächlich nicht. Das ist die Fusion Alligator-Schwertdrache von Joey.
Mit dem Babydrachen und Alligatorschwert. Richtig oldschool. Irgendwas Ritual, ich weiß nicht. Hier haben wir die amazonische Kettenmeisterin nochmal als Millennium Rare. Das ist, glaube ich, nicht Fusion, das ist, glaube ich, rotäugige Fusion. Ist das rotäugige Fusion oder die normale Fusion in einem anderen Artwork? Sehr, sehr schön. Und den kennen wir eventuell auch aus dem Anime, das ist allerdings ein anderes Artwork. Das ist Yugis Elfenschwertkämpfer. Heißt im, in einem Anime heißt der Elfenschwertkämpfer, im Kartenspiel heißt er keltischer Wächter. Oder reine Übersetzungsding wahrscheinlich. Schick, 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 schick. Sehr schick. Also diese Parallel-Secret Rare, die gefallen mir sehr, sehr gut. Wir haben also offensichtlich Karten drin, die auch andere Charaktere gespielt haben. Nur Yugi selbst. Die amazonische Kettenmeisterin, die ist von My Valentine, oder der Alligator-Schwertdrache, der ist von Joey. Die ist von Bandit Keys, das ist Pendelmaschine. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Keine Ahnung. Den kennen wir, das ist der gute alte Flammenschwertkämpfer in dem, ich finde, wie ich finde, nicht so schönen Artwork. Dafür ist es aber das Oldschool-Artwork. Joey Wheelers Flammenschwertkämpfer. Nochmal, das müsste Red Eyes Fusion sein, wenn ich mich nicht irre. Und diesmal als Millennium Rare. Die sollte man auch kennen, das ist My Valentine's Cyber Harpie. Cyber Harpie. Austausch des Geistes sollte die eigentlich heißen. Ich meine Austausch des Geistes als Parallel Secret Rare. Schon heftig der Effekt, ne? Man kriegt den auf der Kamera. Wenn ich den ein bisschen zu weit drehe, dann blendet das Licht, aber so sieht man, glaube ich, schon ganz gut, worum es geht. Austausch des Geistes. Oh, und hier haben wir den ersten Big Pull. Das ist schon einer von den Karten, die ich mir gewünscht habe zu ziehen. Zwar habe ich den schon auch in der Variante. Schade, hier ist ein kleiner Ditcher dran. Seht ihr das? Hier, wo mein Fingernagel ist. Kleiner Ditcher dran. Ist das nur oberflächlich? Ist ein kleiner Ditcher dran. Joeys schwarzer Rotaugendrache. Rotäugiger schwarzer Drache. Wunder, wunder, wunderschön. Ich liebe diese Karte. Das ist ein tolles Monster. Das war der dritte Booster. Das war der dritte Booster. Wir haben noch 12 Stück übrig. Und haben jetzt schon wirklich coole Karten gezogen, wie ich finde. Raketenwerferspinne. Irgendwas Sturm. Glückswürfel, glaube ich, heißt die. Heißt die auf Deutsch Glückswürfel? Maske der Maske der irgendwas, blende ich ein, Maske der Furcht oder irgend sowas als Millennium Rare. Das ist der Spieldrache der Harpyen, auch von My Valentine als Millennium Rare. Ich mag den Millennium Rare Effekt, guck mal, wie das aussieht. Wenn er so glitzert, sieht es ein bisschen billig aus, aber das fetzt übelst, ja. Nicht cool. Serpent Snake, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt. Serpent Snake auf jeden Fall. Sehr beliebt auch. Oh. Lasst euch bitte vom Artwork nicht täuschen. Das ist nicht das schwarze Magiermädchen. Die hier nennt sich, glaube ich, Walküre des schwarzen Magiers. Oder Walküre des dunklen Magiers, heißt ja nicht schwarzer Magier. Ich glaube, die heißt Walküre des dunklen Magiers. Trotzdem natürlich dunkles Magiermädchen Artwork. Gern gesehen. Sehr gern gesehen. Weiter geht's. Rein ins nächste Pack. Ah, ich verschwende zu viel Zeit, ey. Ich laber zu lang. Die Videos werden immer urstlang, ey. Sorry dafür. Millenniumsschild. Hier ist Millenniumsschild. Nochmal Wasserchor. Salamandra. Ah, das ist eine Karte von Odion, Marik oder Ishizu. Auf jeden Fall.
Komme nicht auf den Namen. Ist es Tempel im Tal der Toten? Keine Ahnung. Ich blende es immer beim ersten Mal ein, wenn ich die ziehe und die hat man ja vorhin schon mal. Launische Göttin müsste das sein. Sehr, sehr schönes Artwork als Millennium Rare. Mag ich sehr gern, Launische Göttin. Ich glaube, so heißt sie. Oh, und hier haben wir. Wie nennt sich der? Ultimativer Drachenschwertkämpfer? Kann das sein? Jedenfalls ist das die Fusion aus dem schwarzglänzenden Soldaten und dem ultimativen weißen Drachen. Sehr schick. Das dürfte Guilford sein in der Variante Guilford der Blitz oder Guilford die Legende. Ich glaube Guilford der Blitz. Ich weiß es gar nicht. Guilford. Es ist Guilford. Es ist einfach Guilford. Ich mag die OCG-Openings, weil man einfach viele Karten aus dem Anime immer dabei sind. Ne? Und die halt immer noch bezahlbar sind. Die stehen so auf dieses Anime-Pushen-Ding. Pendelmaschine. Wasserchor. Glückswürfel. Schildapparat oder so ähnlich. Ja, das ist wieder diese. Diese Bestie. Maskiertes Biest oder irgend sowas. Red Eyes Fusion und DD Assailant. Ich weiß nicht mal, wie die auf Deutsch heißt. DD Angreiferin oder so ähnlich. DD Assailant auf jeden Fall auf Englisch. DD Assailant. Ich blende es ein auf Deutsch. Oder ich versuche es auf. Ich blende es einfach ein, egal wie. Gut, 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 gut. Also, wir können uns nicht beschweren. In solchen Packs sind wirklich schöne Karten drin. Natürlich hätte ich gern trotzdem noch das dunkle Magiermädchen oder natürlich die extra Secret Rare. Bin mir nach den Puls, die wir jetzt hatten, nicht mal mehr sicher, ob die extra Secret hier drin ist, der Blue Eyes Ultimate Dragon. Bin mir gar nicht sicher. Kann dir gleich mal kurz zeigen. Ich habe die nämlich. Raketenwerferspinne. Magischer Schild oder so ähnlich. Magischer Schildblock, ich weiß nicht. Salamandra. Serpent Snake. Spoiler, 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 Spoiler. Metallsoa, glaube ich. Nee, das ist nicht Metallsoa, oder? Doch. Austausch des Geistes, der war im Spoiler gerade. Und hier haben wir das Dark Magician Girl. Ja, dunkles Magiermädchen extra für mich als Parallel Secret Rare. Wunder, wunderschön. Ist sie nicht hübsch? Ich mag die Karte einfach. Ich mag sie einfach. Schön auch im Original Artwork. Nur als extra Secret. Als extra Secret, als Parallel Secret Rare. Extra Secret Rare sieht noch ein bisschen anders aus. Millenniumsschild. Böser Würfel? Teuflischer Würfel? Teuflischer Würfel oder so ähnlich. Cyberschild von My Valentine für die Harpie. Wie heißt das? Bösartiges Wesen oder so ähnlich? Böser Avatar? Ich blend's mal ein. Ich glaube, böser Avatar oder so ähnlich. So, hier haben wir wieder die amazonische Kettenmeisterin in Millenniums Rare. Die heißt, glaube ich, einfach nur Friendship, Freundschaft. Und wieder die Zauberkarte fürs dunkle Magiermädchen. Ich weiß den Namen gar nicht. Einfach schön. Einfach schön. Die ist einfach schön. Die ist einfach schön. Immer heiter weiter. Oh, ich blende es ein. Teuflischer Würfel dürfte das sein. Maske der irgendwas? Maske der Furcht? Maske des Zorns? Ich weiß nicht genau. Die weiß ich genauso den Namen nicht. Muss ich auch einblenden. Cyberharpie. Den weiß ich allerdings. Das ist nämlich richtig oldschool. Das ist Zayariu.
Der Yario haben wir auch beim Ghost from the Past gezogen. Der verfolgt mich ein bisschen. Beim Ghost from the Past war er allerdings als Ultra Rare und hier war er. Hier ist er wieder als Parallel Secret. In Deutsch gibt es den auch in. Als Secret Rare in. Bin mir nicht sicher, ob Magician's Force? Irgendeine von den ersten Sets auf jeden Fall. Und wieder unser keltischer Wächter, Elfenschwertkämpfer. In Parallel Secret Rare. Das Artwork mag ich tatsächlich sehr gerne. Das sieht ein bisschen mächtiger aus als das Original-Artwork. Original-Artwork sieht so. Ich will jetzt nicht weichgespült sagen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Da sieht ein bisschen dulli aus. So, launische Göttin. Schildapparat, jetzt habe ich's. Schildapparat heißt das Ding. Irgendwas Ritual. Keine Ahnung. Spieldrache der Harpyien. Serpent Snake. Und noch ein Red Eyes Black Dragon. Noch ein Rotauge. Nehmen wir sehr gern mit. Nehmen wir sehr, sehr gern mit. Coole, coole Karten in dem Set. Coole, coole Karten. Und wir haben immer noch 5 Booster übrig. Coole Karten. Sehr coole Karten. So, das ist Pantherkrieger. Ziemlich viele Angriffspunkte für ein 4-Sterne-Monster, by the way. Pantherkrieger. Im Anime heißt die Kettenboomerang, aber ich glaube, die heißt im Kartenspiel anders. Tausendjähriger Drache. Das war diese. Oder heißt das? Nee, das ist der 100-jährige Drache, ne? Das ist auf jeden Fall die Variante, wenn man den Babydrachen mit dem Zeitzauberer kombiniert. Zauberer der Zeit hat Joey öfters in der Serie gemacht. Austausch des Geistes Millennium Rare. Ich habe schon die Spoiler schon wieder. Hier weiß ich den Namen tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Nochmal Austausch des Geistes. In Secret. Die haben wir auch schon dreimal, glaube ich. Und. Noch ein schwarzer Rotaugendrache. Was ist denn hier los? Das ist der dritte schwarze Rotaugendrache in dem Set. Okay. Also, will ich mich nicht beschweren. Gut. Geil. Joey wäre stolz. Joey wäre glücklich. Ursprünglich in der Serie war die Karte übrigens nicht von Joey. Ursprünglich war die von Rex Raptor. Also der schwarze Rotauge war nicht von Anfang an Joeys Karte. Die war ursprünglich von Rex Raptor. Spieldrache der Harpyien. Ich weiß den Namen nicht. Nochmal der Drache. Und die haben wir auch schon als extra Secret Rare gezogen. Den ultimativen. Ja, wie heißt das? Ultimativer Drachenschwertkämpfer oder so ähnlich. Das ist Zoa. Zoa, cooles Artwork. Ah ja, haben wir in Secret nochmal. Und nochmal die Bestie. Ah, wie heißt, das ist, glaube ich, nicht maskierte Bestie, ist, glaube ich, das Ritualmonster, was es gibt. Ist es von Bakura oder ist es von Marik? Ich weiß gar nicht genau. Das heißt, glaube ich, anders. Immer schwierig, man kennt die irgendwie und dann fällt es einem nicht ein und auf Koreanisch steht es da und man kann kein Koreanisch. So, Cyberharpyie. Keine Ahnung. Alligatorschwert, Drache. Super Kriegslöwe heißt er. Als Millennium. Axttiger. Stein der Sage. Tolles Artwork. Und nochmal DD Silent. Heißt die DD Angreiferin auf Deutsch? Weiß nicht. DD Silent. Wir haben noch 2 Booster übrig, Freunde. Noch 2 Booster. Ich überlege gerade, ob ich einen wegpacken müsste für meine Booster-Sammlung. Aber egal, wir machen jetzt alle auf und gut ist. Fertig ist der All.
So, amazonische Schwertkämpferin. Wie heißt denn man die? Aufsteigender Wind oder so ähnlich? Ich weiß es nicht. Flammenschwertkämpfer. Zera der Mant müsste das sein. Zera der Mant müsste das sein. Oh, Spoiler. Schwarzer Rotaugendrache als Millennium nehmen wir auch sehr gern mit. Tempel im Tal der Toten, wenn ich mich nicht irre. Und? Mann, wie heißt denn die? Die haben wir jetzt auch schon das dritte Mal gezogen. Wie heißt denn die? Irgendwas Drache. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schick. So, letztes Booster, Freunde. Letztes Booster. Launische Göttin. Teufelschnurgwürfel. Irgendwas Ritual. Flammenschwertkämpfer haben wir nochmal als Millennium. Hannibal Necromancer. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Hannibal Necromancer auf Englisch auf jeden Fall. So, und nochmal der Blue Eyes Ultimate Swordsman oder? Keine Ahnung. Da weiß ich zum Beispiel nicht, wie sie auf Englisch heißt. Und nochmal DD Silent. Das war's, Freunde. Das war's. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Pack-Opening hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da, kommentiert, was ich besser machen kann. Und guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.